nicht? Also da waren halt noch eher so ein bisschen ehrlichere Geschichten, wie halt ich will freie Musik hören. Das heißt nicht kostenlos, das will ich schon schwer betonen, uns geht es nicht ums Gratis sein, sondern um den freien Zugang. Also frei im Sinne von freier Sprache, von freier Rede, als nicht im Sinne von frei Bier. Also man muss auch dazu sagen, zum Thema Pirate Bay, da geht es ja hauptsächlich auch um File-Sharing und da wollte man die File-Sharer quasi als Höchstkriminelle kriminalisieren und das geht einfach nicht, weil man muss einfach das auch vergleichen, wenn man eine CD kauft, beziehungsweise noch schlechter, wenn man eine CD stiehlt, ja, dann ist das Medium weg. Aber wenn man ein File tauscht, dann ist das Medium nicht weg, es existiert noch immer, lediglich ist es nur kopiert. Ja. Und man wollte eben die File-Sharer dadurch bestrafen und das war der Auslöser. Wie ist dann weitergegangen? Wie hat sich das entwickelt? Oder was waren dann die... Wir haben einen Auslöser. Okay, was dann? Dann haben sie die Leute über das Internet zusammengesagt und gesagt, uns geht das mächtig am Nerv. Wir machen jetzt was. Ja, man muss sich das vorstellen, also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch einen Fall gehabt beim File-Sharing, wo die Tochter eines Nachbarn minderjährig war und unerlaubt ist auf ihren Computer zugegriffen worden. Sie hat in Kasar, glaube ich, ein Britney Spears Album runtergeladen. Ja. Sie war sich dessen nicht bewusst, ja, und ist ja klar, dass die Eltern noch nicht 24 Stunden lang bei ihr sein können und aufpassen, was sie herunterlädt. Ja. Und die Familie hat dann natürlich eine Anzeige bekommen. Natürlich ist sehr viel Geld draufgegangen, unnötigerweise, weil es hat sich herausgestellt, dass dann das eine Firma war, die absichtlich zugegriffen hat und dann Anzeige erstattet hat, was illegal war. Also auch Einbruch in die Privatsphäre quasi. Und aus solchen Gründen kann man sich vorstellen, natürlich dann eine Partei gründen zu können, weil natürlich mit dem Internet wächst ja auch quasi eine zweite Realität, wo primär die Gesetze sind auf die analoge Welt ausgerichtet und man will dann heutzutage auch die Gesetze von der analogen Welt aufs Internet übersetzen, das geht aber in den meisten Fällen nicht. Weil das der Begriff Streaming auch gefallen ist, was jetzt vermutlich viele in meinem Alter interessiert, wie ist jetzt mit der Gesetzeslage bei Online-Portalen wie Kino.to oder Movie2K ausschaut? So, das ist eine interessante Frage. Es hängt nämlich auch immer vom Server ab, wo der Server steht. Es gibt noch nicht wirklich ein ausgefeiltes Gesetz, das diese Lagen genauestens beschreibt. Was ich sagen kann, also wenn es um Verlinkungen geht, weil also Kino.to sind auch quasi Verlinkungen, die man dann bei sich hat, sind nicht strafbar. Mhm. Also in erster Linie, man kann, das steht im E-Commerce-Gesetz, also das E-Commerce-Gesetz behandelt solche Sachen. Ja, und der Download alleine ist auch nicht strafbar, im Gegensatz zum Upload. Aber wie halten sich diese Plattformen? Ich meine, es ist schon erstaunlich, wie lange jetzt zum Beispiel Kino.to online war und wie schnell darauf auch eine andere Plattform gewachsen ist. Das ist also das, so der Hydra-Effekt, ja, weil man geht ja davon aus, dass da was passieren könnte und da wird schon im Hintergrund natürlich stehen schon die Projekte. Bei der, genauso wie bei den, beim ACTA, ja, das ist genau dasselbe. Ja. Also das Projekt, also ACTA ist fast tot, noch nicht, ja, aber es stehen schon die nächsten Projekte, ja, die gegen den Bürger vorgehen. Ja. Na, ihr seid ohne Kohle und wir haben keine Kohle. Gell?